Ja, Leute, ich habe übrigens eine traurige Nachricht für euch. Dieses Projekt hier, dieses werde ich zu 100% beenden. Das ist aber nicht die traurige Nachricht. Und danach werde ich aus privaten Gründen auf jeden Fall für unbestimmte Zeit erstmal es sein lassen mit den Livestreams. So viel ist erstmal klar. Dafür habe ich mich schon entschieden. Wir werden auch noch die Strafe machen und den Community-Stream machen. Oder wir machen den halt privat unter uns, alle Leute, die mitmachen wollen. Machen halt mit und wir zocken da einfach eine Runde, was wir wollen. Eins von beiden. Wie wir das machen wollen, das berät man noch im Discord oder hier in der letzten Folge von Ocarina of Time. Irgendwie so. Alle anderen Projekte, die jetzt geplant waren, werden als Let's Play kommen. Ist einfach so, ist für mich angenehmer und erstmal für diese Zeit angenehmer. Und ich denke, es wird auf jeden Fall irgendwann wieder so sein, dass wir wieder Livestreams machen. Aber ich bin da aktuell einfach ein bisschen flexibler, wenn ich nur Let's Plays mache. Und ja, würde auf jeden Fall irgendwann wieder kommen. Das teile ich euch dann auf jeden Fall mit. Aber keine Sorge, Let's Plays kommen trotzdem noch täglich. Und auch weiter Specials und so weiter und so fort. Aber da bin ich einfach viel flexibler, wenn ich keinen festen Zeitpunkt habe, wann ich was machen muss. Genau, der Combo-Randomizer, der kommt dann als Let's Play, genau. So wird es sein. Und ich weiß, müssen wir dann schauen, ob ich den mit Devry mache oder nicht. Ja. Was soll ich denn samstags machen? Ja, dann guckst du ein Let's Play von mir. Na? So, wir betreten mal Garland's Castle. So viel dazu erstmal. Tut mir leid. Aber es geht erstmal nicht anders. Oh Gott, was? Achso, da macht er gar nichts. Ja, easy. Den haben sie hier eingesperrt, den Bären. Den Moblin. Oh. Da war auch eine Scooty. Ja, genau, Jens. Also, das hängt halt auch viel mit Lust zusammen. Normalerweise bin ich halt jemand, ich gehe aufnehmen, wenn ich Lust habe. Und manchmal ist es einfach so, ich fühle mich ein bisschen gezwungen, dann Livestreams zu machen. Ist einer der Gründe, sag ich mal. Es gibt noch mehrere. Aber, ich sag mal so, wenn du einen Livestream planst und sagst dann, oh ja, ja eigentlich habe ich keine Lust, aber ich möchte dann halt trotzdem, dass er stattfindet, weil ich habe den geplant und ich möchte den Termin wahrnehmen. Da bin ich einfach so. Und dann kann ich es nicht, weil ich eigentlich keine Lust habe, beziehungsweise zwinge mich dann dazu, trotzdem Lust zu haben. Ist einer der Gründe. Ich sag mal, es macht aber nur so 10% davon aus. So. Und Let's Play, da bist du halt einfach flexibel, kannst sagen, ja komm, heute habe ich Bock, let's go, da ziehen wir mal 8 Folgen durch, oder, ja, heute nicht. Stimmt, wir müssen am Rad drehen, ihr habt recht, ihr habt vollkommen recht. Ich hätte bestimmt die Strafe, weil das vergessen hat rauszunehmen im Let's Play. Ja, dann muss ich einen von euch anrufen, dann, ne, rufe ich jemanden an und ihr dürft jetzt gerne hier eure Telefonnummer reinschreiben. Nee, macht das bitte nicht. So. Stimmt, Eva hat recht. Warte mal. Wo? Ja, genau. So, wir dürfen keinen Flascheninhalt benutzen. Das heißt, ich hoffe, wir sterben hier nicht. Denn wir haben eine Fee drinne. Dann wird die automatisch geused. Das wäre schlecht. Oh Gott, die haben ja alle Schlüssel. Guck mal. Die haben alle Schlüssel hier. Dann müssen wir mal gucken, wo es als erstes anfängt. Wir haben hier einen Secret Room, ne? Der könnte jetzt relevant sein. Der könnte jetzt tatsächlich relevant sein, der Secret Room. Warte mal, wo war denn der? Hier. Klar, ruf uns einfach an. So, vielleicht kriegen wir hier den ersten Schlüssel. Dann dreh mal, bevor ich zum Abendessen gehe.
Jetzt nochmal drehen, Algazar. Okay, warte, ich mach die mit Pfeilen. Ist, glaube ich, effektiver. Wir haben auch nicht so viele Pfeile mehr. Okay, Algazar möchte, dass wir nochmal drehen. Bevor er zum Abendessen geht. Was gibt's denn Gutes bei dir? Wenn ich fragen darf. So. Und, kein Schwert, na toll. Red Potion. Ja, komm. Wir nehmen mal ein bisschen was mit. Red Potion ist zwar jetzt nicht das Beste vielleicht. 30 Pieces, 70 Rupees. Ja, komm, Pfeile nehmen wir auch nochmal mit. Stimmt, Dekonus hätte ich auch machen können. Ja, hast du vollkommen recht. Nimm einen Hammer, hau damit einfach am Boden. Das geht natürlich auch. 5 Pieces. 5 Bomben, 40 Rubine. Bist sauteuer. Das, da gehe ich nicht drauf ein. Gute Strafe. Ja, das stimmt. Cream Potion. Ja, die nehme ich auch noch mit. Oder? Das ist, glaube ich, erstmal so ein bisschen vorbereiten für den Dungeon. Ich glaube, der könnte intensiv werden, sage ich mal. So. Okay, da ist der erste Schlüssel. Also man muss hier wirklich das Geheimnis kennen oder halt dann danach suchen. Ist, glaube ich, auch so gemacht, dass es einfach mal so... Weil dieser Raum, der ist sehr unbekannt. Der wird sehr oft unterschätzt. Im normalen Projekt, im normalen Ocarina of Time Projekt, ist der halt überhaupt nicht relevant. Und demnach, ich denke, dass sie das mit dem Hack jetzt extra gemacht haben, um den einfach mal ein bisschen hervorzuheben, diesen Raum. Ich finde ich gut. Schade wegen Livestreams, Marco Community, aber wenn du dich wohl nicht wohlfühlst, genieße ich die. Es wird wieder kommen. Ne? Wir werden das irgendwann wieder machen. Aber dann halt eher so, wenn ich Zeit, Lust und ja, das alles verspüre und ich sage, es passt dann. Und dann vielleicht eher spontan. Ich hoffe, das ist für euch okay, dass dann eher spontan mal was kommt. So einen Tag vorher angekündigt oder vielleicht auch einfach eine Stunde vorher angekündigt und dann könnt ihr einfach dazuschalten. Vielleicht sind wir dann nicht ganz so viele Zuschauer, aber ne, wir machen das dann eher spontan. Und dann spielen wir halt, ja, dann spielen wir halt kein so krasses langes Projekt, sondern wir spielen mal einen krassen Hack an. Der vielleicht einfach nur 2 Stunden geht. Da haben wir auch einige, also ich kenne da einige Hacks, die da so für einen Stream, der mal 1 Stunde oder 2 geht, ganz gut ist. Finde, das ist eigentlich ganz cool. Was ist mit Tears of the Kingdom? Wird das noch zu Ende gespielt oder ist es abgebrochen? Ich denke tatsächlich, ist es eher abgebrochen. Wenn ich es nochmal spielen würde, dann würde ich, glaube ich, neu anfangen. Und ich glaube dann halt auch nicht als Live-Projekt, sondern als Let's Play. Ich hatte das ja wieder so gemacht, das habe ich als Let's Play gestartet und dann bin ich zum Live-Projekt übergegangen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dann möchte ich da auch eher ein Let's Play draus machen. Wenn überhaupt. Wir gucken mal, weil es ist halt einfach nicht mein Spiel. Ich bin ganz ehrlich. Wir fangen mal mit Licht an. Das ist jetzt doof. Ich glaube, mit dem Hammer kann ich den auch vermöbeln, oder? Boah, der ist direkt hinter mir gespawnt. Was zur Hölle? Boah, das ist ja scheiße auf diesem engen Raum. Ich kann ihn nicht mit dem Hammer verletzen. Shit, womit kann ich die verletzen? Mit Pfeil und Bogen? Auch nicht. Kann ich nur das Schwert nehmen? Ist es so? Hookshot, was haben wir noch? Bomben. Lichtpfeil. Lichtpfeil, auch gar keine Wirkung. Kann man den nur mit Dings, wenn es nicht geht, ist das Schwert erlaubt. Ja, aber wir gucken erstmal. Vielleicht geht's ja irgendwie. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Move. Ich meine, wir haben ja heute sowieso ausgemacht, dass es egal wäre, aber ich möchte vorher alles probieren. Wenn es nicht anders geht, dann machen wir es so. Aber vorher
Möchte ich schon mal alles probiert haben. Mindestens. Bomben vielleicht noch? Naja, auch Bomben sind useless. Ja, ich glaube, wir müssen echt das Schwert nehmen. Ich glaube, alles andere ist echt useless. Das tut mir sehr leid. Aber was soll ich tun? Sonst hängen wir hier noch morgen fest. Den Kampf ohne Schwert hatten wir schon mal gehabt, oder? Ja, ich glaube auch. Ich erinnere mich auch düster daran. Tut mir leid. Aber was soll ich tun? Was soll ich tun? Bam. So, dann komm mal her, mein Freund. So, war ja nicht viel. Sorry, jetzt sind wir wieder raus mit dem Schwert. So, okay. Haben wir hier noch irgendwas Unsichtbares? Ach, stimmt ja. Ja, stimmt. Beim letzten Mal waren wir als Kind unterwegs und haben wir mit Degu-Stäben weggehauen. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Das war unsere Alternative das letzte Mal. Habt ihr vollkommen recht. So. Macht ja auch richtig Sinn, so ein Schattenmonster im Lichtraum. Ja, es ist ohne Schatten kein Licht, ne? TJ. Eigentlich schade, du warst nämlich echt weit. Eigentlich hättest du nur noch zu Ganondorf gehen müssen und dann wäre das Spiel durch. Aber glaube du, das sollte zu 100% Wordplay-Platte werden. Platte werden? Okay. Vielleicht spielen wir es ja nochmal durch. Ne, weil wir haben ja alle Sachen, glaube ich, so. Und wir sind, glaube ich, jetzt in diesem Modus gewesen, wo ihr gesagt habt. Obwohl, nee, warte mal. Ja, waren wir jetzt in dem Modus, wo wir aufs Ende hinzugehen schon? Wir gucken mal. Vielleicht spielen wir es noch. Überlege ich mir. Wo ist denn die Schatzkiste erschienen? Ist nicht gerade eine Schatzkiste erschienen? Ich habe mich auch gepostet. Okay, im Raum davor. Okay, wir kriegen einen neuen Schlüssel. Euer Ernst? Und eine Skull, die ist auch noch da. Hey, die Eva hat was gespendet. Was, Eva, was hast du da gemacht? Warum ist da eine Banane? Vielen Dank für die Spende. Hä? Warum ist da eine Banane? Dankeschön. Was ist das für eine Banane? Okay. Zur Stärkung. Okay, ich verschaffe mir erstmal kurz einen Überblick. Boah, wir müssen auf jeden Fall öfter hier hoch. Oder wir müssen mit den Dings arbeiten. Okay. Ich gehe nochmal kurz raus. Donkey Kong Time. Danke für die Stärkung. Okay. 40 Sekunden haben wir. Let's go. Shit, ich muss echt springen. Ich muss echt springen. Wir holen uns das Goodie erstmal schnell. Nummer 132. In Ganons Schloss hat man normalerweise sonst gar keine Goodies, oder? Ich glaube, dadurch haben wir schon viel mehr Goodies als Input. Okay, also man muss wirklich springen. Wir müssen da dreimal hoch. Das ist natürlich hart. Aber was willst du machen? Okay. So, zack. Okay, Tür ist offen. War ein bisschen eklig. Ist immer noch eklig, die Zeit läuft ja noch. Aber wir haben's. So, das ist jetzt unsichtbar. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne?
Okay, nächster Raum. Ich gucke mich trotzdem überall nochmal gründlich um, auch mit dem Auge der Wahrheit, weil ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht irgendwo in der Ecke einfach eine Truhe steht. Und, Achso, ich darf das Schwert nicht benutzen. Man dann so, ja, haha, du hast dich ordentlich geguckt. Deswegen, wir machen mal lieber. Darf ich drehen, sieht sowas? Ja klar, darfst du drehen. In der Beschreibung steht ja Spende oder Mitgliedschaft. Ich weiß doch nicht, wie du die Banane dahin bekommen hast, aber natürlich. Möchtest du jetzt drehen? Das darfst du gerne tun. So, wir ballern hier erstmal das erste Ding rein. Let's go. Ich sag mal so, hier in Garnons Schloss ist jede Strafe gerade richtig kacke. Weil in Garnons Schloss ist es ja so, du musst einfach alle Sachen nochmal, ne? Nochmal machen. So, du durchlebst ja quasi alle Dinge nochmal. Und egal was du da quasi machst, wir drehen jetzt erstmal. Wieso, sorry, wegen der Banane? Ich weiß ja nicht, wie die Banane da hingekommen ist. Ich finde das cool, die Banane. Rolle ist nicht erlaubt. Okay, das ist, denke ich mal, noch das. Stell mir vor, keine Verbrauchsitems. Genau, das wäre, glaube ich, die schlimmste Strafe hier in Garnons Schloss. Was ist das für ein Geräusch? Scheiße. Ach ja, und noch so eine Rubinfalle. Die haben einfach eine Zeitbombe dahin gelegt, Leute. Okay, erstes down. Shit, ey. Oh Gott, nein! So. Holy moly! Heilige Scheiße! Jo, das war mal was anderes, ne? Bin gespannt, was hier noch kommt, ey. Bin echt gespannt. So, hier ist nichts mehr weiter, ne? Nö. Nur ein Haufen Rubinenfallen. Okay, an die Stelle erinnere ich mich auch noch. Da brauchst du halt eine Krabbelmine, ne? Ne, die Rubine sind böse. Hä? Okay, wir haben eine Fackel und wir haben... Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall den Feuer entfernen und Krabbelminen. Sind immer rosa Rubine fallen? Ich habe keine Ahnung. Deswegen, ich habe jetzt gar keine eingesammelt. Ja, das war schlecht. Das könnte was werden. Okay, ich muss nur noch mal kurz baden. Jetzt müsste es an der Stelle explodieren, oder? Okay. Tür geht auf. Na dann sind wir erstmal durch. Ich hätte auch einfach so den Feuerentferner machen können, kann das sein? Okay, warte mal. Ich hoffe, das reicht aus. Oh Gott. Fackel habe ich angezündet, kommt eine Truhe. Mann! Alter. Hyrule Wario ist ein tödlicher Raum. Was? Hyrule Wario? Jetzt hört es Hyrule Wario. Ich mach nochmal den Feuerentferner. Wusstet ihr, dass es den Held der Schatten, also aus The Legend of Zelda, Twilight Princess Mario Kart 8 Deluxe zu spielen gibt? Ja. Da geht, da kommt der Dins Feuerentferner nicht hoch. Der Dins Feuerentferner. Los.
Okay. Der hat ins Feuer Entfernung. Wir haben zwei Truhen. Ein Schlüssel. Und eine Falle. Wer hätte es erwartet? Okay.